Hallo, ihr Hübschen. Ich möchte gerne mal, ja, ich sage ja ständig irgendwie was, aber ich meine, die Weihnachtstage waren sehr schön, aber ich mache mir immer noch Gedanken über dieses angebliche oder ich sag mal Fake-Profil oder gehacktes Profil oder was auch immer. Denn diese Person, dessen Bild wohl vielleicht geklaut worden ist oder derjenige, was weiß ich, vielleicht zu viel getrunken hat, keine Ahnung, ist auch mit seine, ja, ich meine mit Verwandtschaft oder wie auch immer, bei Twitter verbunden, folgt denen, also beide sind irgendwie verbunden, was mir echt Gedanken macht, weil ich habe natürlich beide Personen eine E-Mail geschickt, beide Personen auch bei Facebook angeschrieben, beide Personen jetzt, also ich habe einen Brief geschrieben, ich werde den zusenden. Und jetzt habe ich von anderen Leuten erfahren, besser gesagt, ja, es sind halt wirklich viele Leute da im Internet, die hacken oder picken oder irgendwelche Bilder für irgendwelche anderen Profile benutzen und oder auch Namen entweder übernehmen oder die Namen einfach ändern und die Bilder irgendwie verwenden. Was natürlich auch ja, eigentlich scheiße ist, meiner Meinung nach. Echt, das ist echt scheiße, finde ich, ja. Und ich habe so ein richtiges Scheiß, ich sag euch wirklich, ich scheiß drauf, es ist ein Scheißgefühl, wenn da, ja, weil ich habe, also langsam denke ich auch, wir sind alle nur Fakes, ja, also es ist alles nur ein Spiel, alles nur Scheiße irgendwie und jeder erzählt irgendwie was weiß ich was und alles ist irgendwie falsch, ne? Wo ich mir nicht denke, also das ist mein Gefühl, ja, und, weiß nicht, ob ich dann selber auch richtig bin oder falsch. Also ich habe mir gedacht, so nicht gedacht, sondern ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin hier im falschen Film, Leute. Ich bin voll im falschen Film. Was soll das eigentlich? Ich meine, wer da immer auch hintersteckt, ob die Person das wirklich ist, in Anführungsstrichen, oder jemand anderes, wo ich das eigentlich denke, dass es jemand anderes ist, weil die Nummer, die mir geschickt worden ist, via für WhatsApp-Nachrichten zum WhatsAppen oder was auch immer. Die kommt übrigens aus Amerika, die Nummer. So, wo habe ich jetzt mal so gegoogelt. Bin ich ja mal schlau geworden, zumindest für diese Nummer. Aber welche Person, was auch immer dahinter steckt, da bin ich immer noch weniger hinter. Ich weiß nur, dass ich mich echt scheiße fühle und dass es echt ein unschönes, nicht nur ein unschönes Gefühl ist, sondern ich sag mal, ich weiß. Ja, ich weiß weniger, wie ich mit dieser Person überhaupt noch umgehen dürfte, sollte, könnte. Und wenn ich sie mal wirklich persönlich mal treffen würde oder könnte, ich meine, ich wünsche mir das weniger eigentlich, weil nach diesen ganzen habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf diese Person, diese beiden Personen mal zu merken, was echt im Herzen sehr weh tut und voll gebrochen ist, weil, ja, keine Ahnung, ich kann da weniger zu sagen. Ich weiß nur, also ich meine, wenn ihr schon mal solche Erfahrungen hattet, Fake-Profile, gehackte Profile oder selber vielleicht gehackt worden seid oder was weiß ich, könnt ihr gerne kommentieren, gerne mich mit mir austauschen oder wie ihr damit umgegangen seid, ob ihr zur Polizei gegangen seid, ob ihr diese Person, diese Profile geblockt habt, ob ihr die gemeldet habt oder was auch immer. Also ich habe, zurzeit habe ich das Gefühl, Diese Person, die auf diesem Bild ist, sollte sich selbst darum kümmern, ob das wirklich dann Anführungsstrichen, Fragezeichen, 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 Doppelpunkt, was weiß ich, so, ja, ob das dann weggemacht wird oder blockiert oder gemeldet oder keine Ahnung. Ich weiß es ja auch nicht, also ich meine, ich habe persönlich drei, ich werde das hier drunter verlinken, dass ich drei Facebook-Profile habe, drei Instagram-Profile und zwei Twitter-Profile, weil ich einfach irgendwie, ja, internetunfähig, sage ich mal. Ich meine, ich habe auch mehrere Skype-Profile, die ich einfach, das ist einfach passiert, Leute. Ich wollte zu meinen alten Daten, weil ich habe das gesehen, dass ich mir irgendwann mal wieder angemeldet habe oder ich hatte mich angemeldet und habe das Passwort vergessen. Also ich verliere und vergesse halt immer oft meine Passwörter und meine Zugangsdaten in Anführungsstrichen, wirklich.
Und ja, ich habe auch, ich gebe zu, ich habe mal eine Liste geschrieben und habe das, diese meine Zugangsdaten irgendwo aufgeschrieben, dass ich auch wieder reinkomme. Aber in den Jahren ist das irgendwie abhandengekommen. Natürlich genauso wie die ganzen anderen Sachen. Was natürlich ein bisschen, ja, man könnte mich jetzt annageln irgendwo, aber es ist halt so, Leute, ich vergesse das halt. Ich habe aber für nächstes Jahr vor, dass ich diese Sachen, mir also diese Zugangsdaten von vielen Sachen, die ich halt auch so habe, ich meine jetzt auch von meinen Webseiten und so, dass ich mir das alles aufschreibe, erstens, und zweitens, ja, wie auch immer. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt nochmal wieder eine neue Liste machen, deswegen, weil es echt ein bisschen nervig ist, immer diese, also das Ganze wieder irgendwie zusammenzufinden und dann wieder alles irgendwie neu einzurichten oder das Passwort, also die Zugangsdaten zu, was weiß ich, für ein Profil oder was weiß ich für, ja, das ging auch bei E-Mail-Adressen so. Ich habe mir meine E-Mail-Adresse gemacht und dann, weiß ich nicht mehr, dann habe ich das gesperrt oder habe das vergessen und ja, es ist halt ein bisschen, so bin ich halt, es tut mir auch leid, Leute, aber ich habe auch reduziert in diesem Jahr. Ich meine, ich bin ehrlich, ich hatte halt zu Anfang meiner Internetzeiten, wo ich von Webseitendesign, kostenlosen Anbietern, mir, was weiß ich, für Webseiten gestaltet habe und auch Zugangsdaten natürlich da auch irgendwie verlegt, verloren, was halt mich, ich habe das gemacht und ausprobiert, weil ich einfach mich weiter verändert habe, entwickelt habe und auch diese ganzen kostenlosen Anbieter sozusagen ausprobiert habe, was halt schöner ist, wo halt die, was weiß ich, Baukasten mit besser umgehen kann, wo man, was weiß ich, wo reinpacken kann. Und ich kann euch sagen, ich habe in diesem Jahr wirklich viele, viele meine, habe ja natürlich Zugangsdaten wieder gesucht und gefunden und habe diese Webseiten, also diese eine und andere Webseiten, genauso wie E-Mail-Adressen, gelöscht, ja. So viel dazu. Wem es halt diese Sache noch weiter interessiert, mache ich gerne ein extra Video zu, weil hier geht es eigentlich um diesen Twitter-Profil, was mich so sehr, die Energie irgendwie ein bisschen zieht und ein bisschen nach unten zieht und das Ganze, diesen ganzen Glauben von Vertrauen und ja, und auch Sicherheit, also diese eine Sache mit der mit diesem Wort, wo sind wir überhaupt noch sicher, Leute? Also ich meine, meiner Meinung nach werden wir überall abgehört, sogar im Geschäft, in Anführungsstrichen, oder überall gefilmt, keine Ahnung, was auch immer. So habe ich schon als Kind irgendwie gedacht, wenn ich irgendwie im Schwimmbad war und so, ich habe mich fast immer verfolgt gefühlt, ich habe gesagt, ah, da ist noch eine Kamera oder da wird man abgehört oder keine Ahnung. Und ich hatte mal so ein Video gesehen, besser gesagt ein Live-Video von einer, ich sage jetzt auch keine Namen, die über Facebook gesagt hat, so über ein Live-Video über Facebook, dass das ja auch weniger sicher ist und überhaupt. Und diese Person, die betreibt auch irgendwie, ich sage mal ein Online-Business, sage ich euch, so mehr sage ich dazu auch weniger. Und ich habe mir jetzt diesen Tag heute über diese Unsicherheit und diese Sicherheit dieser ganzen Sache Gedanken gemacht, ob wir überhaupt, also ich meine, das Einzige, was sicher ist, Leute, das habe ich mir so gesagt, das ist meine Meinung, ist, dass ist der Gedanke in einen, also diese Worte und die Gedanken in einen eigenen Kopf, wenn du die weniger, also ich meine, wenn du, so ich spreche jetzt darüber, ja, wenn ich da von meinen Gedanken kein Wort sage, dann ist das sicher. Das ist sicher, so. Das ist irgendwie aber auch etwas unsicher, meiner Meinung nach, weil das, wenn man darüber schweigt die ganze Zeit und immer schweigt und schweigt, da frisst man das entweder sich in sich rein, so ich meine, der eine fängt an zu fressen, der andere fängt an zu hungern, der andere kriegt Kopfschmerzen, der andere kriegt andere Magenschmerzen, der andere kriegt Rückenschmerzen, deswegen, weil er, was weiß ich, diese ganze Sache, was einen im Kopf ist, so wie bei mir gerade, ist es bei mir im Kopf, dieses Twitter-Profil und das andere Twitter-Profil, also Familienangehörigen, die mit diesem Twitter-Profil verbunden sind, ja, wo ich dann denke, hallo, was ist da jetzt dann richtig? Ist dieses Twitter-Profil der richtige, die richtige Person oder dieses Twitter-Profil die richtige Person oder wurden diese beiden gehackt oder ist es nur ein Fake-Profil? Was ist es eigentlich? So, meiner Meinung. Ich kann es weniger sagen, weil diese Person, die ich ja natürlich per E-Mail, Facebook und jetzt per Post habe, ich noch keine Antwort drauf bekommen und vielleicht sind ja auch diese Facebook-Profile und das E-Mail-Konto von diesen beiden Personen auch schon gehackt
oder das ist vielleicht auch nur ein Fake. Man weiß es nicht weniger. Also, das ist jetzt irgendwie mein Glaube, ist irgendwie der Vertrauensglaube an diesen beiden Personen ist irgendwie auch sehr zerrissen seitdem. Es ist sehr schade, weil, ich weiß nicht, ich halte von diesen Personen sehr viel, meiner Meinung nach. Zuvor, vor diesem Twitter-Profil. Und jetzt ist das irgendwie eingestürzt so. Und ich denke mir, hallo? Was geht ab bei euch? Was ist los? Keine Ahnung. Vielleicht kriegen sie es selber nicht mit, weil sie gehackt worden sind und haben Virus, Trojaner, was weiß ich, drauf auf ihren PC, Handy, was auch immer, Tablet, Laptop. Aber, keine Ahnung. Leute, ich bin überfragt mit dieser ganzen Situation. Ich bin total eingestürzt in mir. Ich bin sehr enttäuscht von diesen Personen eigentlich auch schon ein bisschen. Wobei ich auch weniger erwarte. Also ich erwarte weniger. Also ich weiß nur, dass ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Was es bedeuten soll. Ob es ein ganz großer Test ist hier. Ob die beiden Personen mich hier testen. Wegen, schlechte PR oder so. Oder keine Ahnung. Oder ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich mir wünsche, wieder Vertrauen und Glauben und weiß ich nicht zu finden und auch an diese Person irgendwie ein bisschen dran zu glauben. Noch weiterhin oder keine Ahnung. Langsam denke ich mir auch, dreh durch. Weil ich denke, was soll's. Das ist, wirklich sehr traurig, weil diese Personen haben fast 30.000 Mitglieder in einer Facebook-Gruppe. Und wenn das ein Fake oder ein Test oder ein Hack-Dings ist oder weiß ich auch nicht, dann ist das Ganze wirklich total unsicher. Nicht nur unsicher, sondern einfach nur Verarsche von den beiden und das ist echt wirklich scheiße. Entschuldigung, dass ich dieses Wort schon wieder in den Mund nehme, aber ich scheiß echt drauf. Weil ehrlich, es ist echt schade. Es ist mies, es ist... Ich bin nicht wütend, ich bin auch nicht sauer. Ich hasse dafür auch diese Person weniger. Ich meine, ich habe da jetzt keinen Hass drauf, nur weil sie hier irgendwie vielleicht gehackt worden sind oder sich ein zweites, drittes Konto-Profil oder was weiß ich gemacht haben oder mich mit diesen komischen Sachen vielleicht austesten oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es einfach mies ist und dass ich sowas wirklich keinen wünsche. So viel dazu und was soll ich noch sagen? Keine Ahnung, bild euch selber eine Meinung, aber ohne Bild am Sonntag. Ich meine, das ist genau so ein Kram. Ich meine, und das ist sehr schade, weil ich ja eigentlich, auch so ein kleines Ziel und Wunsch hatte. Aber bei dieser ganzen Sache habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass die Menschheit irgendwie keine Menschen sind oder irgendwie was weiß ich was sind. Keine Ahnung. Irgendwie trifft ich auch vielleicht darüber jetzt ab mit diesen Gedanken oder so. Aber, so viel dazu und ich wünsche euch eine schöne Zeit oder auch schöne Momente und lasst es euch einfach gut gehen und passt auf eure Profile auf und schaut immer zwischendurch auf andere Profile 3 bis 4 Mal oder 5 Mal sogar oder fragt die Leute selbst nochmal, wobei auch die Leute vielleicht auch weniger antworten oder länger brauchen für eine Antwort oder einfach wirklich selber nicht wissen, dass sie gehackt worden sind oder vervielfältigt worden sind. Das natürlich auch ein bisschen blöd ist, aber was soll man machen? Entweder weitermachen, sich auf irgendwas anderes konzentrieren, ablenken oder sich weiter aufregen
Oder ich meine, aufregen tue ich mich ja weniger. Also ich meine nur, es ist echt schade, Leute. Und wie ich das die ganze Zeit schon gesagt habe, ich scheiß drauf und es ist scheiße. Also jetzt mal an diese Person, die, wo die Bilder drauf sind. Es wäre wünschenswert, wenn ihr euch meldet auf irgendeine Weise, aber auf eine richtigen Weise und auf eine ehrlichen Weise, bitteschön, Leute, denn diese Sache ist echt, ja, weniger lustig. Also es ist überhaupt nicht lustig und ich lache weniger darüber. Ich meine, was soll denn das? Hä? Ich meine, also, wenn ich schon euch anschreibe und euch sage, hey, da ist irgendein Twitter-Profil, wo ich denke, es ist gehackt worden oder es ist ein Fake, dann würde ich mir wirklich wünschen, dass sich diese Person dann auch entweder meldet oder darauf reagiert oder was weiß ich. Wenn mich jetzt einer anschreibt und sagt so, guck mal, da vorne ist noch ein Bild von dir, da hat da jemand deinen Namen benutzt und dein Bild oder deine Bilder und dein ganzes Ganze, was weiß ich was, dann sage ich auch Dankeschön, ich guck mir das an, ich schaue, wie ich das blockieren, melden oder sonst was kann. Aber sowas, ja, so nochmal zu dieser, also ich meine, zu diesen Personen, die ich auch wirklich schon angeschrieben habe, so, ihr wisst Bescheid, ja, ich sage hier auch weniger Namen, also ich sage hier noch bisher noch keinen Namen dazu, weil, ich sag mal, hallo, ich schütze euch sogar noch. Ich sag nicht mal die Namen dazu, und das ist echt traurig. Wirklich. Naja. Was soll's, das ist der Dank dafür. Das ist echt der Dank dafür. Das tut mir echt weh. Das ist echt... Nee, ist egal. Ich sag, ich habe ja auch schon gesagt, ich bin still, ich sag nichts mehr. Ich gehe jetzt meinen Weg und keine Ahnung, das ist eure Sache, was ihr damit macht. Und das ist echt... Entschuldigung, ich muss halt meinen, das ist für mich ist das traurig, das ist eine Welt zusammengebrochen, das tut mir weh. Wenn ihr damit rumspielt, mit solchen Profilen und weiß ich nicht, was macht, gell? Und nicht mal selber drauf reagiert, diese Person, die ich dann selber angeschrieben habe, ey, ehrlich. Das ist echt nicht mehr, naja, egal. Okay, es ist zu Ende. Ich lenk mich ab, ich mache jetzt hier, weiß ich nicht, Putzaktion, keine Ahnung. Räum weiter auf. Naja. Hab mich schon wieder, wollte eigentlich das Video beenden und ich bin jetzt trotzdem weiter mit den ganzen Sachen, weil es mich wirklich weh tut. Und, naja. Und es gibt viele Möglichkeiten, nicht nur Leute zu verarschen oder zu verfolgen oder vor der Tür zu stehen und so. Ich kenne das. Und, das ist weniger lustig, Leute. Und, naja. Und wenn ihr irgendwas anderes wollt von mir, ich meine, mich nicht so zum Schweigen bringen oder sonst was, dann sage ich nur, bitteschön. Kein Problem. Hatte ich auch schon alles. So viel dazu. Bin jetzt fertig. Wirklich. Und, alles Gute euch, viel Freude noch mit dem ganzen Online-Business und so weiter. Ciao.